Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zurück zu SimCity am Montag, am Multiplayer-Montag wohlgemerkt. Und ja, das wird wahrscheinlich das letzte Mal SimCity werden. Zumindest so lange, bis Max es sich mal entschieden hat, die ganzen Bugs zu fixen. Weil ich bitte euch, ich sehe keine Fahrzeuge, die Straße ist zur Hälfte aus Dreck. Wenn ich ranzoome, sieht es ganz anders aus und es sind einfach tausende Bugs, die einfach gefixt werden müssen und so macht es einfach keinen Spaß, auch wenn man ständig in seine Städte nie reinkommt und so weiter und so fort. Genau, was gerade das Problem auch ist. Deshalb wird das jetzt hier die letzte Folge in der Tourismusstadt werden und auch generell erstmal. Und ich denke nicht, dass wir das Raumfahrtzentrum noch fertig kriegen in diesen 30 Minuten. Aber du hast ja nicht mal angefangen zu bauen, oder? Doch. 51.500 Barrel Treibstoff und 130 Tonnen Legierung sind ja schon da. Ah, cool. Nur das welcher mein... Ja, Reto. Das bringt halt herzlich wenig, wenn wir nur noch eine halbe Stunde haben, weil so schnell können wir nicht liefern. Nö. Und bei mir lädt auch gerade die Stadt ja nicht. Das ist sehr schön. Aber meine Tourismusstadt läuft irgendwie nicht mehr so gut. Eigentlich hätte ich gedacht, ich hätte mehr Touristen. Also ungefähr das Dreifache. Stadt! City, lade mal! Aber gut, so kann man sich irren. Ich habe auch noch mal eine Spielhalle gebaut, weil mit den Verbrechern passte das eigentlich soweit. Ja, hab jetzt 13 Lokale, das ist noch akzeptabel. Noch? Ja, ich habe auch noch nur eine Polizeiwache. Mhm, wunderschön. Ich sehe schon gleich wieder hier die Meldungen. Verbrecher überqueren die Grenzen. Natürlich. Warum habe ich 32.000 Mülleimer? Durch die Spielhallen? Durch die untere Einkommensschicht? Durch eine Spielhalle werde ich wohl kaum 30.000 Mülleimer bekommen. Aber durch die ganze untere Einkommensschicht? Ich habe kaum untere Einkommensschicht. Ist aber so. Ich habe mehr mittlere Einkommensschicht, sehe ich gerade. Dann halt durch die mittlere Einkommensschicht, sorry. Die hohe produziert nur Recycling, die mittlere und untere Müll und die mittlere am meisten. Vielleicht keine Bildung. Bildung habe ich genug. Also wenn die Leute sich mal anmelden würden, dann hätte ich genug. Bildungsstufe ist jetzt auf 2. Ich bin aber auch noch im Juli-Jahr 2. Januar-Jahr 1. Du hast auch gerade erst mit der Stadt wieder angefangen. Ja. Bauen mal einen Bahnhof. Du baust einen Bahnhof, ich keine Bahn habe. Jetzt. Die gibt's doch nicht. Was hast du denn? Nur eine Autobahn? Nur eine Autobahn. Dann bau Bus. Haltestellen? Ja, bau nur Haltestellen. Dann bau auch Schulbushaltestellen. Er kommt mit leeren Taschen heim, hat sich aber köstlich amüsiert. Ich frage mich auch, warum die sich hier nicht weiterentwickeln. Wobei ich dadurch so einen fetten Park stehen habe. Ich liebe dieses Großprojekt immer noch. Also darf ich mich wieder um die Computer kümmern? Um die Computer? Ja, 50.000 Computer müssen dahin. Müssen da ja mal wieder hin. Also ich kaufe einfach den Treibstoff und kann ihn dann dahin. Ja, bei mir ist der Treibstoff schon komplett da. Ach so, ja, auch gut. Also darf ich wieder Computer produzieren. Aber gleich, wenn wieder was geliefert wird, dann wird es ja sowieso nochmal aktualisiert. Genau. Das ist auch so ein Scheißbug mit dem Großprojekt. Man weiß nie so wirklich, wann sie jetzt fertig werden. Weil es sich immer wieder zurück oder vorsetzt. Und irgendwie fahren auch keine Transporter mehr von mir dahin. Ich hab auch nur einen, daran könnte es liegen. Ja, kann es. Könnte es. So. Hoffe jetzt nicht, sie zu fritten. Die Veranstaltung läuft. Ah, cool. Meine Straße ist unter Wasser. Unter Wasser? Ja, ein Teil meiner Straße befindet sich im Wasser.
Ich dachte Unterwasser. Ja, also unterm Grundwasserspiegel. Achso, okay. Ja, gerade so ein bisschen. Ja, die Straßen sind teilweise etwas seltsam. Meine Hauptstraße war auch von Anfang an unter der Erde und selbst wenn ich ganz nah ranzoome, also ziemlich nah ran, ist es immer noch überdeckt und auf maximal Zoom sieht man es dann. Kannst du mal gerne in meiner Stadt gucken? Nee, danke. Ein Wunder, dass überhaupt da die Straßenlaternen funktionieren. Ich weiß nicht, dass die da einen Kurzschluss bekommen. Das wäre ärgerlich. Apropos, genau, gestern war so ein Vogel hier vor meinem Fenster und der immer so und ich so, kein Anschluss unter dieser Nummer. Braver Vogel. Ja. Irgendwoher haben die Telefongesellschaften halt auch ihre Klingeltöne und so. Ah ja. Irgendwoher müssen sie den ganzen Scheiß haben. Einwohner, zieht in meine Stadt los. Nee. Steuern sind noch billig. Die Stellen sind noch billig. Steuern sind noch billig. Achso. Die werden gerade erhöht. Dann würde ich ja nicht mehr dahin ziehen. Ah, so 1500 plus die Stunde passt. Schön, dass ich 17.000 nicht besetzte Jobs der unteren Einkommensschicht habe. Weil ich doppelt so viele mittlere Einkommensschicht habe als untere. Tja, solltest du mal ein bisschen umbauen. Ich möchte abreißen in große Schlenderpark. Du abreißen in große Schlenderpark? Ich abreißen in große Schlenderpark. Dann abreißen, du große Schlenderpark. Ich baue städtische Riesenskulpturgarten. Ah, oh, wunderschön. Ich hab wieder eine Bus-Invasion. Yay. Genau das, was ich erreichen wollte. Doch keine Invasion. Verdammt. Nun park deine Busse. Ach, ich habe ja jetzt richtig viele Touristen am Tag. 2. 66. Irgendwie bringt die Touristen nicht so ganz. Wie funktioniert das nicht so ganz? Nee. Sie müssen irgendwas im Patch geändert haben. Oder der Touristenzähler funktioniert einfach nicht so gut. Ja, das kann auch gut sein. Weil ich habe alleine in 2 Hotels über 1000 Hotelgäste, da passen 66 Touristen irgendwie nicht so ganz. Naja, fast genauso viel Income, wie ich Einwohner habe. Das ist doch schön. Ja, 3.195 Income und 4.195 Einwohner. Bei 66 Touristen meckert die Tuse nicht rum, aber bei 156 schon, oder was? Soll der Scheiß. Ja, ich hatte gerade 66 Touristen, das war eine grüne Zahl. Bei 156 war es eine gelbe Zahl. Muss man nicht verstehen. Nee. So, bauen sich die Häuser jetzt auch im Wasser auf oder bauen sich die Häuser nicht im Wasser auf? Was, das machen die schon. Ja, die fahren aktuell noch nur nicht dahin. Das ist das aktuelle Problemchen hier. Und es ist mal wieder Stau auf der Autobahn. Ja, ich sollte vielleicht nicht da, wo ich jetzt gleich mein Eisenbergwerk hinbaue. Und so wie es aussieht, ist der Stau bis zum Großprojekt. Ja, wunderschön. Dabei könnten die alle so schön durchfahren, aber nein, die Ampel will nicht. Nein, so wenig sind Donions. Soll ich da mal einen Hurricane reinjagen? Aber da könnte mein Ölkraftwerk bei drauf gehen. Hurricane macht keinen großen Schaden.
Ja, der Stau löst sich gerade schon. Die wollen nicht weggeblasen werden. Wisst ihr mal. Ich mach's trotzdem. Okay, der Hurricane hat zwei Gebäude kaputt gemacht. Ach ja, guck, es fängt schon an. Es kommen schon deine Brandstifter zu mir rüber. Meine Brandstifter? Ja. Aha. Na, dann werde ich mal meine Polizei ausbauen, ne? So freundlich von dir. Ermittlungsflügel und Ermittlungsflügel und Ermittlungsflügel und da ist noch jemand in unseren Channel gekommen, der hier nicht sein sollte, weil wir gerade aufnehmen. Aber gut. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ihr nehmt auf, oh fuck, ey. Da habe ich einmal geguckt, ob Marcel online ist bei Skype und ja, das ist er. Ich dachte, na egal. Tja. Ja. So hallo, ist mit Abonnenten. Ja, ich bin dann den. Tschüss, ne? Ja, tschüss. Bis gleich. Ach ja, ach ja. Der Marc, wie er sich immer ganz... mir fehlt das Wort gerade. Gewieft, genau, so heißt das Wort. Gewieft in die Aufnahmen reinmogelt. Böser, böser Junge. Ganz, ganz böse. Also wenn die Polizei jetzt nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich kommen die Polizeiautos gar nicht alle schnell genug auf die Straße. Pro Tag begangene Verbrechen 1. Lokale Verbrechen 0. Regionale Verbrechen 1. Super. Alles deine Schuld hier. Ich schickte ja schon Polizeiautos. Hab ja schon selber alles gerade aufgebaut. Egal, du kriegst trotzdem 2. Ich muss gerade erstmal mehr Strom. Dann kauf Strom. Ich habe 216 Megawatt Überschuss. Produzieren gerade. Kaufen ist billiger. Ja. Die Häuser stehen im Wasser. Meine Monster Truck Rally war ja mal sowas von nicht ausgebucht. Wie viel waren da drin? 1800 von 15.000. Ja. Ja. Das ist irgendwie. Das sieht einfach so beschissen aus. Hat die eigentlich gerade eine Sportveranstaltung oder eine Dingsbums-Veranstaltung, ein Rockkonzert? Ich glaube, ich hatte eine Sportveranstaltung. Also, was? Das sieht so scheiße aus mit den Gebäuden im Wasser. Die müssen alle so mit Taucheranzügen und, ach egal. Ey. Will sehen. Ja. Besuchen. Nee, kriegst einen Stream von mir. Nee, ich besuche es jetzt. Ein Besuch ist. So, schauen wir doch mal. Ein Teich mitten im Land. Ja. Und da stehen die Häuser drin. Genau. Wieso? Warum bitte? Warum? Muss sagen, es sieht komisch aus, aber es sieht auch wieder geil aus. Die müssen da doch... Hä? Fahren die mit dem Schwimmwagen nach Hause oder was? Keine Ahnung. Ja, der eine hat sich erstmal einen Teich am Grundstück angelegt. Zeitweise wird auch sein ganzes Grundstück von dem Teich überflutet. Bei Hochwasser. Bei Wellengang. Ey, also außerdem... Ich hab das eben, wo ich die erste Straße gezogen habe, ne, diese lange. Ja.
Da ging das alles okay. Sobald ich dann von der ersten, die erste Kreuzung so nach links gezogen hat, da hat sich die Straße so abgesenkt. Hä? Muss man nicht verstehen. Whatever. Whatever, Jens. Ja. Feuer! Wenn, jetzt kommt wieder das Spiel mit dem Feuer. Naja, ich doch. Na dann, auf zurück nach Matiseland. Wer auch immer sich diesen Namen ausgedacht hat. Irgendein komischer, ja. Irgendein komischer, ja. Irgendein komischer Idiot. Nicht ein komischer, nee. Das Casino macht 1100 Gewinne am Tag. Das bringt mir irgendwie herzlich wenig. Meine Kohle sieht auch so... Ich hab so... Kohle... Wieso ist die Kohle nur so scheiße positioniert? Also ich weiß wirklich nicht, was sie da im letzten Patch falsch gemacht haben. Aber irgendwie hat sich wirklich meine Touristenanzahl gedrittelt. Du, deine hier Dingsbums pendeln zu mir, ne? Deine Ladenbesucher. Ja, ich weiß, ich hab keine. Doch, ich hab ein bisschen was laden, aber. Hast du mittlerweile Schulbushaltestellen? Schon längst. Sehr gut. Ich weiß immer noch nicht, was es mit diesen Industrielieferungen auf sich hat, weil ich habe keine Industrie und ich habe 29.128 nicht erfüllte Aufträge. Tja. Ob das von den Gewerbe-Heinis da kommt oder nicht, keine Ahnung. Kann ich dir auch nicht sagen. Produziert mehr Kohle! Ich brauche die Kohle! Verlassenes Gebäudegrund, zu viele Keime! Ach, die sollen aufhören zu flennen. Zu viele Keime am Arsch, ey. Wenn die jemand anfurzt, dann sind die schon verseucht, bestimmt. Aber sicher doch. Ja, die flennen wirklich wegen jedem Scheiß, auch wenn sie nichts zu flennen haben. Oh, wir haben kein Geld! Überall Kriminelle, überall Kriminelle, zu wenig Kunden, zu wenig Arbeiter, zu viele Kriminelle, zu viele Keime, zu wenig Kunden. Na, was haben die hier zu scheißen? Zu viele Keime, mehr Geld, alle krank, zu viel Abfall, mehr Geld, zu viele Keime, mehr Geld, zu viele Keime. Es sterben ja, einfach gut, immer mehr. Wissen's. Ach ja, und zu viele Keime. Und diese Kriminellen, ne? Oh, die gehen gar nicht. Total nicht. Das ist ja, ehrlich, das geht wirklich nicht. Und das, obwohl alle außer 5 Verbrecher am Tag festgenommen werden. Wunderschön. Ich meine, es wäre eine schlechte Bilanz, wenn ich nur jeden Tag 5 Verbrecher hätte, aber ich habe ja 22. Polizei nimmt Verdächtige fest. Rusuling dankbar. Kein Problem, Jens. Danke für die 200. Nee, das ist Adrian. Ach verdammt, danke Adrian. Danke für die 200. Müllhalde fast. Was? Ja, solltest du mir so ein paar Müllwagen drüber schicken. Wäre nicht schlecht. Aber meine Müllhalde ist fast voll. Ah, ich hab 15.000 nicht geleerte Mülleimer bei 13.000 Einwohnern. Das ist super. Total. Na, passt der Weg hier so lang, wie ich es mir dachte? Wahrscheinlich nicht. Sag ich ja. Sag ich doch. Scheiße da immer. Darf nicht aufgestellten Gebäuden. Oh nein, ich habe Arbeitslose. Oh mein Gott. Oh mein. Ja, fast 600er unteren Einkommensschicht. Oha. Also ich weiß schon, wie ich die Müllhalde leer mache. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu riskant. Einfach eine Riesenechse. Obwohl, ich kann es hier spawnen lassen, das Vieh. Genau. Ja, komm, hau ich da rein.
Los, geh und friss mein Müll. Ja, ja, brüll, brüll. So, und jetzt dann bitte einmal die gesamte Versorgung. Jetzt rüstet er ihn schon mal vor. Jetzt wird nicht den ganzen Müll gefressen. Sonst frisst er doch immer den ganzen Müll, oder nicht? Nee, ja. Naja, dann halt nicht, ne? Genau. Kann er einfach noch einen spawnen. Ich glaube, ich muss den Stau gleich mal wieder mit dem Hurricane auflösen. Mach das. Tu ich auch. Aber irgendwie ist jetzt die Riesenhexe verschwunden. Wieso nicht? Und der Hurricane ist auch direkt weg. Tja. Zombie geht nicht am Tag, verdammt. UFO. Bisschen Action hier reinbringen. Aber wehe, ich mache einen Erdbeben oder Meteoritenschauer. Dann wird meine ganze Stadt draufgehen. Jetzt ist gleich das UFO vorbei und da kommt ein Erdbeben rein, ne? Natürlich. Ja, wirst du sehen. Oh mein Gott, sie greifen das Öl im Ölkraftwerk an. Oh, scheiße. Sie haben das Öl aus dem Ölkraftwerk geklaut. Das Öl? Ja. Scheiße Aliens. Für Computer brauchst du Legierungen, ne? Yep. Legierungen und Prozessoren. Oder Plastik und Prozessoren, ich weiß es gar nicht mehr. So viel Scheiß auf jeden Fall. Du kannst auch die Computer importieren. Nee, danke, ist mir zu teuer. Ja, hat sich doch ungefähr ausgeglichen hier. Paddoch, ne? Paddoch. Paddoch, Paddoch. Paddoch, Paddoch, Paddoch. So, ja, ich weiß, dass ich 170.000 Barrel Öl liefern muss, nur nicht heute. Mülltonnen. Ja, ich weiß, dass die fast voll ist. Ich hole euch ja schon einen kleinen Helfer. Um nicht zu sagen eine kleine Hexe, aber das lass mal Nebensache sein. Schon wieder? Ja, ich hab noch einen gespawnt. Ach ja. In der Nacht sieht's echt witzig aus, wenn nur komische Lichtscheine durch die Straßen fahren. Aber eins, was sie auch ändern müssen, ist der Import-Export von den Ressourcen. Warum? Man kann nicht den gleichen Preis fürs Einkaufen nehmen und auch fürs Verkaufen. Doch, so hat man immer einen fairen Hand. Ja, es ist aber nicht das, was so ist. Nö. Import man ist meistens kauft, teurer. Genau, man kauft mehr für weniger. Oh. Sollte man meine Scheiße auslagern hier. Was, verlassene Gebäude? Nicht zu mir. Nö, einfach ein weiteres Klärwerk anschließen. Na, okay. Keine Sorge, ich kann sowieso keine Region verkaufen. Ach doch, kann ich. Gut. Notreserven. An wen denn? An mich oder an alle? Beide. Oh, seltsam. Beide haben 80 frei. Ich hab 69,4. Und die verstopfen trotzdem teilweise. Schon wieder Spiel mit dem Feuer? Jederzeit, Jens. Jederzeit. Der ganze Müll verschmutzt die Umwelt. Ach ja, tut er das? Oh, eher gering.
Warum ist es hier hinten so verschmutzt, frage ich mich. Wieso zieht random Luftverschmutzung durch mein Land? Ah, von Adrian. Von Adrian. Meine geht so schief an dir vorbei. Will ich auch hoffen. Oder? Wie ist meine Windkarte? Irgendwas verstrahlt. Der Wind hat sich so schön gedreht. Nee, gut. Der geht so nach Nordosten. Ach, nach Nordosten. So haarscharf an deiner Stadt vorbei. Na dann. Lass ich das mal durchgehen. Wie sieht's mit den Einwohnern aus? Ah, mittlerweile habe ich schon ein bisschen mehr hohe Einkommensschicht, das ist schön. Umleitung von Abwasser nach Marteisenland. Marteisenland? Marteisen. Ich muss noch eine Access bauen. Bin voll leid für die Häuser, die müssen jedes Mal dran glauben. Ist dann halt so. Die bauen sich ja schnell wieder auf. Ja, die Touri-Gebäude machen ordentlich Einkommen. Ist dann halt so. Ja, soll ja auch so sein. Ne? Lauft um euer Leben, es spuckt Feuer! Heilige Monster-Echse. So, mal wieder mein Chat umbenannt hier. Deine was? Mein Chatchen umbenannt. Ah, die Echse ist tot, Jens, sie ist tot. Ja, schön. Es gab zwei Opfer, hä? Achso, vielleicht irgendwer, wer noch im Haus war. Sollen die nicht zu Hause bleiben, sollen arbeiten. Um 14 Uhr wird nicht im Haus rumgesessen. So, nee. Nicht in meiner Stadt. Das ist aber ein guter Schnitt. 16 von 20 gelöschten Bränden pro Tag. Hä? Ach so, doch. Ich war gerade umgekehrt. Hä? Wie kannst du mehr löschen, wie verursacht werden? 17 von 21. Also ich habe 14 von 15. Hm. 15 von 15. Und das mit einer normalen Feuerwehr. Ich auch, ich habe 3 Feuerwehrwagen. Ich habe 5. 19 von 23. Müllhalde fast voll. Ja, schön, dann ist das so. Ich könnte jetzt auch nur anbauen, indem ich eine Straße abreiße. 21 von 23. Wird immer besser, wird immer besser. Total. Weißt du, was ich jetzt für den Müll gemacht habe? Ich habe eine Straße abgerissen. Oh nein, du hast wirklich für den Müll, für den ganzen Scheißmüll eine ganze Straße abgerissen. Ja, jetzt kann ich 280 Tonnen lagern, ja. Oh, das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Glaub mir. Ich könnte sogar noch eine Straße mehr abreißen, dann kann ich noch mehr lagern. Oh. Das übertreibst dich, ne? Nee. Aber dann könnte ich ja mal den Erfolg mit den 560 Tonnen lagern machen. Ja. Kann man durchaus, muss man nicht? Genau. Weil die verteilen den Müll ja auch immer schön gleichmäßig auf die einzelnen Ablageplätze. Mhm. 9,2. Okay, tun sie doch nicht. Sieht nur so aus. Jetzt habe ich den ganzen Scheiß Elektroscheiß schon wieder machen mit den Prozessoren. Yep. Vergesst es. Wie viele Kisten müssen da hin? 40.000. Ich glaube schon, wir bauen gleich den Flughafen auf. Oh Jens? Bitte. Brauchst dich nicht weiter quälen damit. Erstmal machen wir jetzt eine lange, lange Pause. Und sehen uns dann vielleicht nochmal wann anders wieder. Und sonst können wir uns ja auch in anderen Let's Plays wiedersehen. Also bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.